Hallo, liebe Leute. Wir haben diese Woche ja drei Plenartage und ein ziemlich volles Programm, weil wir neben der Haushaltsberatung auch noch eine Handvoll wichtiger eigener Anträge eingebracht haben. Und ich möchte euch gerne die, ich sag mal, die wichtigsten drei Anträge aus unserem Bereich der Netzpolitik vorstellen, die wir also jetzt parallel zu der Haushaltsberatung eingereicht haben, weil sie halt wichtig sind, entweder tagesaktuell, brandaktuell oder aber im Zusammenhang, im weitesten Sinn mit Zusammenhang mit den Verhandlungen der Großen Koalition in Berlin stehen. Da wäre zunächst mal ein Antrag, wo wir ja gewissermaßen Asyl für Edward Snowden fordern, wo wir also praktisch den Finger auf die Wunde legen wollen, dass man einerseits ja wohl erkannt hat, dass er sich verdient gemacht hat um die Bundesrepublik Deutschland, aber andererseits keine der Parteien so richtig jetzt rausgekommen ist, sich tatsächlich mal dafür einzusetzen, dass dieser Mensch Schutz in Deutschland erhält. Das muss nicht notwendigerweise Asyl sein. Das könnte zum Beispiel auch ein Zeugenschutz sein, denn immerhin, er hat wichtige Sachen mitzuteilen und ist der Kronzeuge in dieser ganzen Affäre. Aber es könnte zum Beispiel auch, da soll man auch ruhig mal drüber reden, eine Einbürgerung möglich sein. Ich meine, wenn dann irgendein Fußballer Tore für Deutschland schießt, dann ist es kein Problem, den geräuschlos einzubürgern. Warum sollte das bei Edward Snowden nicht möglich sein? Der zweite Antrag, den wir eingereicht haben, der auch recht wichtig ist, ist ein Antrag, der sich mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass in der Großen Koalition auch schon diskutiert worden ist, wie man denn jetzt die Vorratsdatenspeicherung auf Bundesebene einführen kann. Das ist natürlich eine Sache, die wir sehr kritisch sehen, weil die Vorratsdatenspeicherung unseres Erachtens nach ein zu großer Eingriff in die Bürgerrechte der Menschen ist. Aus diesem Grunde lehnen wir das komplett ab. Interessanterweise hat in Schleswig-Holstein der dortige Landtag eine gemeinsame Entschließung sozusagen gemacht, der sämtlicher Parteien mit Ausnahme der CDU. Und wir haben diesen Antrag jetzt hier mehr oder minder wortgleich. Kurz und knackig sind eigentlich nur zwei Sätze. Erstens, wir sehen darin eine große Gefahr für die Bürgerrechte. Und zweitens, wir lehnen oder wir fordern vielmehr die Landesregierung auf allen Ebenen sich dafür einzusetzen, dass es keine Vorratsdatenspeicherung gibt, egal wie geartet. Also diese Sache haben wir eingereicht und wir sind halt sehr gespannt, ob sich die anderen Parteien auch in Nordrhein-Westfalen diesen Forderungen anschließen können. Ja, und der dritte Antrag, den ich euch gerne heute vorstellen möchte, da geht es um die Störerhaftung. Das haben wir nicht zum ersten Mal, das Thema, das haben wir schon vor einigen Monaten eingebracht als Antrag der Piraten. Und es hat dazu zwischenzeitlich eine Anhörung gegeben, in der eigentlich alle Experten unisono gesagt haben, die Rechtslage, so wie sie im Moment da ist, die ist nicht zu halten, die muss unbedingt präzisiert werden. Und jetzt, ich denke, auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, da ist das Thema nämlich auch auf den Tisch gekommen, man hat über die Störerhaftung gesprochen, haben sich also sozusagen Grüne und SPD auch dazu bereit erklärt, dass sie mit uns gemeinsam einen Antrag machen. Der liegt jetzt vor, der entspricht so, ich würde mal sagen, gefühlt zu 80% dem Antrag, den wir ursprünglich eingereicht haben. Kommt natürlich noch ein bisschen Lobhudelei für die Landesregierung rein. Das ist vielleicht auch verständlich. Aber so haben wir einen Kompromiss gefunden, dem wir eben alle zustimmen können. Und dieser Antrag jetzt wird gemeinsam eingereicht und deswegen auch eine Mehrheit finden. Ich bin sehr froh und bin auch stolz drauf, dass es uns gelungen ist, da tatsächlich jetzt eine parlamentarische Mehrheit für diese Position zu finden. Ja, das war es alles in aller Kürze. Nächste Woche ist noch die Piratenstunde, bei der ich dann auch wieder da sein werde und dann mal so berichten werde, wie das dann gelaufen ist. Alles klar, macht's gut, tschüss.